Trauer, Wut, Freude. Das Gesicht unseres Gegenübers kann uns so einiges verraten. Die Körpersprache spiegelt die Gefühle wider und ist ein wichtiges Instrument im zwischenmenschlichen Umgang. Nähe oder Distanz, Sympathie oder Ablehnung, Unterwerfung oder Macht, all das wird auch über unseren Gesichtsausdruck, den Blick oder auch die Körperhaltung zum Ausdruck gebracht. Auch in der Psychotherapie stehen Patient und Therapeut in einer Beziehung zueinander und auch hier spielt nonverbale Kommunikation eine wichtige Rolle. Welche? Das erforscht Eva Benninger-Huber vom Institut für Psychologie der Universität Innsbruck. Eine Person, die kommt immer mit einem bestimmten Repertoire an Verhaltensweisen, jetzt gerade in Psychotherapien meistens sind das maladaptive Beziehungsmuster, auf eine andere Person zu und das Gegenüber reagiert dann in einer bestimmten Art und Weise. Also zum Beispiel jemand, der Angst hat, abgelehnt zu werden, verhält sich dann so, dass es das Gegenüber wirklich so stört, dass sich die Person da tatsächlich abwendet. Statt bei einem Therapiegespräch nur auf das Gesprochene bzw. Inhaltliche zu achten, bezieht sie auch das aneinander gekoppelte Verhalten von Patient und Therapeut mit ein. Nonverbale Verhaltensweisen sind meist unbewusst. Also es ist nicht etwas, was man jetzt wirklich trainieren könnte. Wenn man wirklich inhaltlich dabei ist, dann hat man die Kapazität nicht, wirklich jedes Muskelzucken zu kontrollieren, sondern wir auch Therapeutinnen und Therapeuten reagieren spontan. Also wir eben schauen an, welche Funktionen bestimmte Formen des Lächelns, des Lachens haben für einen produktiven therapeutischen Prozess. Da gehört auch das Blickverhalten dazu beispielsweise. Einen Sonderfall stellt das Weinen dar. Weil Weinen normalerweise weckt das Mitgefühl. Wir würden also im Alltag möchten wir dann das Gegenüber trösten beispielsweise oder in die Arme nehmen. Und das ist jetzt etwas, was eine Therapeutin, ein Therapeut nicht tun darf, sondern muss auf andere Art und Weise irgendwo sein Mitfühlen ausdrücken. Zur Analyse der Gesichtsausdrücke werden Kameras genutzt, die beide Gesprächspartner aufzeichnen. Technisch aufbereitet kann die Aufnahme in einer Splitscreen-Darstellung wiedergegeben und die Mimik beider Personen so direkt miteinander verglichen werden. Wo man eben auch die Interaktion dann ganz gut beobachten kann. Weil uns interessieren ja nicht nur einfach so Ausdrucksphänomene des Individuums, sondern das interaktive Zusammenspiel. Und darum brauchen wir das. Und dann haben wir, also und das heißt, die werden hier aufgezeichnet mit Kameras. Und es muss immer eine Person im Nebenraum sein, der die Videoaufnahmen durchführt. Also es ist auch wichtig, eben, dass nicht eine Kamera hier mit Mensch ausgestattet im Raum ist, das würde den psychotherapeutischen Prozess stören. Jede Stunde wird aufgezeichnet, also zum Teil dauern die Therapien bis über 300 Stunden, das ist sehr aufwendig. Und nach jeder Stunde fühlen Therapeut und Patient ihn jeweils auch noch so Fragebögen aus, also zu dem Befinden in der Stunde beispielsweise und weitere Aspekte. Eine Methode, die von Benninger-Huber und ihrem Team genutzt wird, ist das Facial Action Coding System. Es erlaubt die Mimik und ihre Details genau zu beschreiben. Sämtliche Gesichtsbewegungen, die man beobachten kann von bloßem Auge, werden unterschieden und mit Nummern bezeichnet. Also wie bereits erwähnt, eben das wäre Action Unit 4. Lächeln ist gekennzeichnet durch eine Innervation des Zygomaticus Major Muskels, also abgekürzt Action Unit 12. Das ist Action Unit 10, Action Unit 15. Also so kann man ganz genau beschreiben, was auf dem Gesicht passiert, ohne dass man eben eine Bedeutung direkt zuordnen muss. Und das ist eben wiederum wichtig aus theoretischen Gründen, weil eben der Zusammenhang zwischen dem Erleben einer Emotion und dem, was man auf dem Gesicht sieht, nicht ganz so eindeutig ist. Eben zum Beispiel aufgrund dieser kulturspezifischen Zeigeregeln. Aber es ist auch so, dass viele Emotionen auch abgewehrt
werden, also dass wir die gar nicht erleben. Dennoch treten sie auf und zeigen sich im Gesicht. Und das ist gerade für Psychotherapie natürlich besonders interessant. Die Untersuchungen dienen dazu, das nonverbale und gekoppelte Verhalten von Patient und Therapeut genau zu verstehen. Und als längerfristiges Ergebnis soll eine Verbesserung der Therapiesitzungen erreicht werden.